Yorana otto porua it farer a irotoitine arerera. Probier, weiß rein. Lecker. Nicht so schlecht. Es ist. Das sagt nichts falsch. Also es ist, schmeckt ein bisschen wie eine unreife Frucht, nur weil es auch echt unreif ist. Weil es nicht irgendwie käsig, eher wie vielleicht noch grüner Spargel. Ich muss ein bisschen angerührt und dann wird er dann und die ist ja auch hart, das ist ja nicht weich. Mhm. Die sind noch Stücke ohne Haut. Ich habe mit Haut gegessen. Also. Und, wie ist das? Mit Haut. Aber es ist bitter und so ein bisschen fruchtig. Gar nicht wild. Aber man merkt schon, es ist deutlich bitter. Mhm. So. Schaut aus wie so ein bisschen Kohlrabi. Mhm. Ja, es ist auch die Konsistenz wie Kohlrabi eigentlich. Konsistenz ist auch wie Kohlrabi. Ach so. Es ist Kohlrabi. Schmeckt auch wie Kohlrabi. Aha. Es ist eben nicht reif. Aber es ist nicht reif. Nee. Aber schmeckt jetzt nicht eklig. Also es ist nicht widerlich. Schmeckt noch so ein bisschen bitter. Ja, geruchsneutral ist das. Mhm. Das ist so ein bisschen Kohlrabi, oder? Ja. Also so sind auf jeden Fall. Die Geschmäcker sind verschieden. Ja, schon danke. Deutlich. Nein, danke. Big one or small one? Anyone. Anyone. Okay. So, willkommen. Oh. Smells good, right? Yep. It's not too bad. That's good. Mm-hmm. It's wonderful. It's good for everybody. Ist schon unter der Haut steckt, ja, das hier die Bestecker, die meisten Nährstoffe. Nicht schlecht. Bisschen bitter, ja, wirklich sehr bitter. Das ist so bei einer Weinverkostung, was die Leute alles so hingen, ah, da ist ja ein Buch.